Ich begrüße euch ganz herzlich heute zu Ardha Matsyendrasana aus der Lektionsstunde 10. Das ist nicht so einfach, wenn man es wirklich so ausführen möchte, wie es ursprünglich gemeint war. Ich zeige euch dann aber auch zwei Alternativformen, wenn ihr da denkt, das ist mir jetzt erstmal zu viel. Es ist wichtig, als erstes tatsächlich auf beiden Sitzknochen zu sitzen, also dass da eine Ebene entsteht. In dem Moment, wo ich quasi den einen Fuß über das gestreckte Bein überschlage und dann den anderen Fuß zurückneige. Ich zeige das mal von vorne. So, und nochmal von der anderen Seite. Das sieht dann so aus. Also es ist schon wichtig, dass dann hier im Grunde der Fersenanfang, wenn dann nur so leicht angelehnt ist, Richtung Oberschenkel, Rückseite. Aber es ist nicht gut, wenn man drauf sitzt, weil dann verlierst du quasi die Erdung nach unten. Weil durch diese Erdung nach unten schaffst du eine Aufrichtung nach oben. Gut. Dann kannst du jetzt hier deinen Oberarm Richtung Oberschenkel, Vorderseite anlehnen. Und durch diesen Druck kommst du in die Rotation zurück. Die Hand hinten, die wird dann so platziert, dass quasi die Wirbelsäule wirklich angelehnt ist. Also der Druck hier ist auch da und alles will in Richtung oben tendieren für die Aufrichtung. Dabei ist es so, dass du in der Einatmung dich aufrichtest. Und in der Ausatmung eventuell rotierst. Wichtig dabei ist auch, die Schultern auf einer Ebene in der finalen Stellung zu halten. Und wenn du in der finalen Stellung bist, atmest du hier tief ein und aus. Dabei kannst du einen Fokus außen halten. Wenn du sehr weit rotiert bist, kannst du natürlich hier rückwärts an der Wand einen Fokus halten. Oder aber du schließt die Augen und konzentrierst dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen und lässt hier den Atem ein- und ausgehen. Einatmen, eingehen und ausatmen durch den Punkt zwischen den Augenbrauen, wieder ausatmend in den freien Raum. Ja, wir können das natürlich auch so machen, dass wir einfach nur das Kniegelenk umfassen. Das ist ja hier so sehr anstrengend, weil letztlich wollen wir irgendwann mal dahin kommen, unser Fußgelenk zu greifen. Aber das muss ja erstmal noch nicht sein. Deswegen kannst du hier auch quasi den Unterarm senkrecht nach oben zeigen lassen. Es geht ja im Grunde um die Druckfläche zwischen Rückseite des Oberarmes und Oberschenkelvorderseite, damit alles nach oben streben kann. Und dann die Rotation. In der Ausatmung. Was du machen kannst, das ist jetzt auch nochmal eine vereinfachte Alternative, ist das untere Bein ausstrecken. Gerade dann, wenn du merkst, dass du mit den Sitzknochen wirklich nicht auf einer Ebene bist. Und dann ist es hier im Grunde das Gleiche. Hier diagonale Fassung, einatmend aufrichten und ausatmend in die Rotation gehen. Und hier diese Anlehnung wirklich schaffen. Wenn das aber hier auch zu eng ist, wenn die Hand zu sehr, ja, also Freiraum wegnimmt sozusagen, kannst du sie natürlich auch eine Handbreite zurückversetzen hier. So, die Hand selbst mit dem Arm. Ja, probier dich einfach damit gerne aus. Wir integrieren auch diese Übung wieder in der Lektionsstunde 10 und wünschen euch damit ganz viel Spaß. Namaste.